Ganzheitlicher Vermögensschutz im Wirrwarr von Halbwissen und Insellösungen. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Video begrüßen. Wir schauen zunächst auf das Thema Steuern. Sie wissen, Steuern ein elementarer Teil jeder Vermögensstrategie. Und wenn wir uns hier die letzten Jahre anschauen, dann haben wir doch massive Veränderungen erfahren. Zunächst zum 01.01.2005 die Einführung des Alterseinkünftegesetzes, die de facto einen massiven Schuldenschnitt darstellt. Der Staat hat sich von Belastungen entfernt, gleichzeitig werden die Renten höher besteuert. Das ist natürlich nachteilig. Im zweiten Schritt die Einführung der Abgeltungssteuer zum 01.01.2009, der Tod des steuerfreien Zinseszinseffektes, die nicht mehr Möglichkeit hier gegeben, Werbungskosten abzuziehen. Danach auf der Unternehmensebene die schlechtere Behandlung von Streubesitzdividenden und dann hier zum 01.01.2018 das Investmentsteuerreformgesetz, was die Besteuerung von Investmentfonds neu regelt. Dementsprechend bei der Besteuerung von Erträgen respektive Renten haben wir massive Einschneidungen gesehen. Blicken wir auf die Substanzsteuerebene, dann haben wir insbesondere bei Immobilienbesitzern, aber auch bei Unternehmensbesitzern deutliche Einschnitte, die daraus resultieren, dass unternehmerische Vermögen neu bewertet werden. Diese Neubewertungen führen natürlich tendenziell zu gewissen Problemen. Das heißt, sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Substanzsteuerebene ist zu hinterfragen, inwieweit die eigene aktuelle Strategie diese Veränderung der letzten Jahre wirklich widerspiegelt und inwieweit eine Vernetzung dieser Themen auch im Rahmen der Finanzplanung hergestellt wurde. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der oft vernachlässigt wird, das ist das Thema Scheidung. Der Feind in meinem Bett. Statistisch gesehen lassen wir uns eher scheiden, als dass wir massive Verluste am Aktienmarkt erfahren müssen. Und auch hier muss man sich klar machen, was der eigene Güterstand genau bedeutet. Was heißt Zugewinngemeinschaft genau? Was heißt das bei Scheidung? Was heißt das bei Tod? Welche zivilrechtlichen Folgen sind hier zu berücksichtigen? Welche Liquiditäts- und steuerlichen Themen erwachsen aus diesen zivilrechtlichen Regelungen? Und dann ist auch häufig festzustellen, dass hier eine Abstimmung in vielen Fällen nicht so erfolgt ist, wie das typischerweise sinnvoll und auch notwendig wäre. Auch ein weiteres Problem, das wohnt oft im eigenen Haus, das ist der eigene Nachwuchs. Tendenziell natürlich irgendwann haben wir das Thema, dass einer der Ehepartner verstirbt. Wenn wir unterstellen, dass wir hier Eheleute haben, die in der Zugewinngemeinschaft verheiratet sind und es sind zwei Kinder vorhanden, dann führt der Tod einer Person typischerweise dazu, dass eben der überlebende Ehegatte rund 50% erhält, die beiden Kinder jeweils ein Viertel. Das führt wiederum dazu, dass entsprechende Abflüsse anstehen können, was Vermögenswerte betreffen. Das führt dazu, dass hinterbliebenen Renten geringer ausfallen als die originären Renten, das dementsprechend auch nochmal relevant für Steuerzahlungen, also insgesamt ein sogenanntes Liquiditätsevent, was sorgsam geplant werden muss und wo typischerweise sowohl die Vermögensstruktur zu überprüfen sind, als natürlich auch die rechtlichen Regelungen, um hier die Liquiditätsplanung sinnvollerweise mit den zivilrechtlichen Rahmenbedingungen abzustimmen. Heute werden oft vereinfachte und meines Erachtens zu sehr simplifizierende Lösungsansätze herumgereicht. Der eine Ansatz ist ganz toll, um die Ertragssteuer zu optimieren, aber nachteilig für die Substanzsteuer. Andere Aspekte sind vielleicht auf der Ebene des Zugriffes unter dem Stichwort Asset Protection ganz interessant, haben aber steuerliche Nachteile und große Nachteile im Aufwand. Und insgesamt muss man ganz klar festhalten, vernetztes Wissen ist hier erforderlich. Sowohl Steuerberater, Rechtsanwalt als auch Finanzdienstleister, Finanzplaner müssen hier Hand in Hand zusammenarbeiten. Und wenn Sie hier mal hinterfragen, wie gut Sie hier aktuell aufgestellt sind, dann werden Sie sicherlich einige Handlungsfelder finden. Ich darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.